Setz! Los ins Hohl! Wir haben gerade zwei verdammt gute Quarterbacks verloren und das in einer einzigen Halbzeit. Weil unsere Line sich von einem Spieler aus dem Rückraum überrumpeln lässt und das bei maximaler Protection. Die ganze Woche lang haben wir Spielzüge einstudiert und wiederholt und wiederholt und wiederholt. Und ihr Trottel vergesst gleich wieder alles. McKenna, wieso schläfst du? Du musst wach bleiben, wie ein Wiesel, links, rechts, immer in Bewegung. Und dann packt ihr den Verbrecher. Haltet die Außenlinebacker auf. Beamen. Stell dich schneller auf Spielveränderungen ein. Verstanden? Sanderson und Fox werden immer versuchen, sich freizulaufen. Da musst du schnell reagieren und sie anspielen. Zwei verdammte Ballverluste in einer Hälfte. Das reicht. Okay, Verteidigung. Ihr müsst Folgendes tun. Ihr müsst was unternehmen. Ihr müsst irgendwas tun, um die Angreifer zu stoppen. Egal, wie ihr das anstellt. Fliegt nicht immer am Ball vorbei. Stellt euren Mann und tackelt euren Mann. Verhindert, dass sie die Uhr zu sehr runterlaufen lassen. Wenn ihr euch zu acht Mann an der Line aufbaut, dann müsst ihr die verdammten Receiver stoppen. Und wenn ihr schon Fehler macht, dann macht kapitale Fehler, klar? So, kommen wir zu PJ Mack, Beastman, Horny Shark. Wenn ihr sie beim ersten Versuch nur 2 Yards früher stoppt, müssen sie beim zweiten 8 Yards gewinnen, statt nur 6. Wir liegen nur 3 Punkte zurück. Wir können noch gewinnen. Ja, das schaffen wir. Wir haben 3-mal hintereinander verloren. Ich hab das endgültig, sagt ihr nicht? Ja, wem es nicht so geht, der hebt die Hand. Kommt schon, wer es vorzieht, ein Loser zu sein, hebt die Hand. Wer wie ein Schlappschwanz kneifen will, der hebt die Hand. Was soll das, Julian? Ich wollte nicht, dass Sie der einzige Schlappschwanz mit erhobener Hand sind. Da dachte ich mir, ich stehe Ihnen bei. Okay, Gentlemen, dies ist ein Heimspiel. Und wir lassen uns nicht mehr verarschen, nicht in unsere eigenen Hütte. Wir gehen jetzt da raus und trinken diesen Typen kennen.